Hallo und auch heute möchte ich euch wieder die Flohmarkt-Pickups von mir und meinem Bruder zeigen. Ja, wir sind auf den Flohmarkt gegangen ohne große Erwartung, aber wir haben was gefunden. Der Flohmarkt, wo wir heute waren, ist eigentlich mal ein sehr schöner gewesen. War von einem Veranstalter, wo er keine Händler zugelassen hat. Ja, durch die Krise, sage ich mal so, hat der Veranstalter da gewechselt. Ist zu einem kommerziellen, der wirklich viele Flohmärkte ausstattet. Keine schlechten, aber dafür viel mehr Händler. Somit hatten wir da, ja, man kann so sagen, 25% privat. Und der Rest alles so Händler und diese Schrottsammler und Haushaltsauflöser und so weiter. Aber im Endeffekt gab es ein paar Privatleute. Wir haben auch ein paar schöne Sachen gefunden. Und genau das, ja, man muss ja manchmal ein bisschen genauer gucken und auch manchmal fragen, was es kostet. Denn ich fange gleich mit dem Highlight an. Da lag mitten auf dem Tisch ein Buch. Und zwar das hier von Illusion of Time, Nintendo, der offizielle Spieleberater. Der lag da auf dem Tisch. Wir waren jetzt nicht mega früh um 4 Uhr morgens da, aber normalerweise ist sowas schon weg. So, und sollte 8 Euro kosten, ist ein guter Preis, auch wenn es gebraucht und ist vollständig, aber auch gebraucht. Naja, und mein Bruder fragte nur, ja, wäre dein letzter Preis? Ach, gib mir 5, sagt er, gut. Haben wir dann also für 5 Euro dieses wunderbare Büchlein von Illusion of Time, sind Spieleberater, mitgenommen. Ja, damit fing es schon mal ganz gut an, obwohl das ist, wie wir es jetzt haben, so ein bisschen durcheinander, sage ich mal ganz. Ich fange auch an durcheinander, damit ich euch ein bisschen hier was aufbauen kann. Ich bin ja nicht so der große Schallplattensammler im Endeffekt. Ich schaue zwar so ein bisschen, auch mehr ein bisschen für andere, gerade bei Hörspielen und LPs, so bei Soundtracks und so weiter. Vielleicht findet man das. Ich persönlich habe keinen Plattenspieler. Ich werde mir auch keinen mehr anschaffen. Ich war nie Freund der Platten. Ich bin nie warm geworden damit. Obwohl ich damit aufgewachsen bin, war das nie meine Welt. Ist auch egal. Trotzdem gibt es schöne Sachen, die ich mir jetzt zum Hinstellen kaufe oder für andere eben halt. Aber diesmal, ja, im Endeffekt angeheizt. Nicht angeheizt, ist falsch gesagt. Ich habe gefunden, diese 12-Inch Maxi-Single von Mannequin, von dem Film, der mich in meiner Kindheit auch begleitet hat, mit dem Titelsong von Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ja, ich wusste gar nicht, also ich meine, die Maxis, dass es die gab, wusste ich schon, aber ich habe die jetzt nicht so wirklich im Blickfeld gehabt, so, damit man Cover ein bisschen besser sieht. Ja, ich hatte das zufällig im Video von der Trödelmama gesehen, also schöne Grüße. Und die hatte das als kleine Maxi gefunden und ich habe auch gedacht, oh Mensch, das ist ein schönes Teil, wenn ich es mal finde, dann würde ich es auch mitnehmen. Ja, prompt bin ich auf dem nächsten Flohmarkt, finde nur die größere Version davon. Ja, also, ja, ein schöner Film mit Kim Cattrall und dem weiß ich jetzt gar nicht mehr. Er ist, glaube ich, dann nicht mehr so im Vordergrund getreten. Hab den Film auch inzwischen auf Blu-ray. Ist halt eine romantische Komödie über eine Schaufensterpuppe, die lebendig wird und in sich oder und ein junger Mann, der sich in sie verliebt. Ja, also typische 80er-Jahre-Komödie. Was ich noch sehr witzig finde, hier ist noch ein Preisschild drauf. Es hat mal 10 D-Mark 95 gekostet, gekauft bei Musik Corner. Diese Firma gibt es nicht mehr, aber das war bei mir wirklich um die Ecke. Da habe ich auch schon meine erste Schallplatte. Eigentlich habe ich da nur eine Schallplatte in meinem Leben gekauft und das war das Hörspiel von Star Wars, die Rückkehr der Jedi Ritter 1983. Die einzige Platte, die ich hier gekauft habe. Abgesehen jetzt vom Flohmärkten. Ja, das war jetzt ein schöner Fund. Hat 1,50 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, komm, nehme ich mit. Und für 50 Cent habe ich mitgenommen eine Musik-CD, wo wir bei Musik sind, und zwar Bim Bambino Dance Party. Ja, eigentlich nur wegen Bim Bambino, aber wenn ich die Songs sehe, da wird man ja auch richtig warm mit, wenn ich so sehe, hier Deutsch United featuring Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, eine Insel mit zwei Bergen, Blümchen mit Herz an Herz, Cinematic featuring Heinz Rühmann mit Lalilu und so weiter, Quietschentchen mit Ernie und Pink Panther, wer hat an der Uhr gedreht, dann noch Grobi und seine Freunde, der, die, das,
die meinste Männchen mit Guten Abend oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Markus featuring Starlifter, kleine Taschenlampe brennt, wow, alles Hits von damals, immer noch kultig. Ich muss da echt mal reinhören. Ich wollte das eigentlich gar nicht machen, aber ich bin doch jetzt neugierig durch die Songs. Ja, wie gesagt, gab es für 50 Cent. Habe ich jetzt mitgenommen, eigentlich für die Leute zum, ja, weil es ein Sammelthema ist halt. Ne? So mit Bambino suchen ja eben halt einige. Genau. Dann, glaube ich, am einen Stand weiter war eine Menge Leerhüllen, eigentlich von allem Möglichen. Und mein Bruder entdeckt da zufällig eine heile Leerhülle für den Dreamcast. Ja, eigentlich wollte die nur ein Bundle kaufen, so dass man so 10 Stück für 3 Euro oder 4 Euro. Ja, und mein Bruder hat jetzt 20 Cent für eine heile Dreamcast-Hülle gekauft, also bezahlt. Und kann man immer, sowas muss man mitnehmen, weil die gibt es ja so sonst nicht. Und ja, nichts drin, aber trotzdem was Schönes. Gut, wo fange ich denn weiter an? Ein bisschen, ja, machen wir nochmal weiter. Ein Film gab es für 2 Euro. Piranha, das Remake des ja, Joe Dante-Klassikers. Splatter-Komödie. Warum nicht? Musste auch sein. Dann auch ein Film, beziehungsweise ich habe es bereits schon, aber für den Preis habe ich dann auch gesagt, nehme ich es mit. Das ist jetzt Transformers Beast Machines, war noch fast eingeschweißt, auch wenn das Verschweißung sich gelöst hat. Hat 2 Euro gekostet. Ist keine schlechte Serie, ist die Nachfolgerserie der Beast Wars Serie. Sozusagen dann die, oh Mann, jetzt muss ich die 4. Staffel, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, wäre das dann. Na jedenfalls ist es jetzt die erste Season, beziehungsweise ja, Season 1, es gibt 2 Seasons, die erst auf 2 DVDs mit jeweils knapp 5 Folgen, 13 Episoden. Keine schlechte Serie, computergeneriert von 1900, oh, jetzt muss ich gucken. Was steht das Datum da? Aus den 90ern auf jeden Fall, wo das ist wahrscheinlich etwas später aufgelegt worden. Aber für den Preis habe ich gedacht, nehme ich es mit, auch wenn ich es habe. Manche Dinge lässt man nicht liegen, nimmt man mit einfach. Gut, dann gab es ein paar Bücher. Interessanterweise war die gleiche Händlerin da, oder Auflöserin, die Sammlung, Büchersammlung aufgelöst, die wir vor einigen Wochen mal hatten. Da habe ich ein anderes Video, haben wir ganz viele Battletech-Bücher gefunden und mein Bruder hatte das Gefühl, dass er ein paar übersehen hatte, wo er sich nicht sicher war in seiner Liste. Und natürlich haben wir noch wieder was gefunden. Und deswegen zeige ich das auch ganz kurz eigentlich nur hier von Battletech, Clan-Invasion, Waffengefährten. Gab es dann Battletech, MechWarrior Dark Age, Prinzip der Verwüstung. Es gab von der Clan-Invasion Battletech, Erster Kontakt. Dann haben wir dazwischen noch gefunden Tom Clancy's Splinter Cell Fallout. Diese Gamebücher gehen immer. Und ein Buch, das hatte mich dann interessiert, das haben wir dann mitgenommen von einem Japaner, To Ubukata, glaube ich, wird ausgesprochen, Mardok Compression, das ist so eine Art Ghost in the Shell Romangeschichte, von dem gibt wohl mehrere Bücher und das, die Bücher zusammen gab es jetzt für einen Zehner, also im Endeffekt 2 pro Stück, da kann man nichts gegen sagen, oder? In dem Sinne. Genau. Und dann haben wir noch einen weiteren Film gefunden, Jackie Chan, Projekt B, den hatte ich noch nicht. Und ja, ist jetzt auf DVD, aber für 1 Euro kann man das mitnehmen. Das Interessante ist, hier ist so eine besondere Filmzelle dabei. So ein Filmstreifen aus einem anderen seiner Filme. Der war sogar noch dabei. Und gesagt, für 1 Euro habe ich gesagt, nimm den mit. Upgrade auf Blu-ray kann man sozusagen immer noch, wenn man das sucht. Aber ja, das gibt es. So, dann habe ich an einem Stand für 50 Cent mitgenommen, lag da einfach die PlayStation 1 von Bomberman. CD ist im gebrauchten Zustand, aber Bomberman geht ja auch immer. Geiles Game für die PlayStation 1 und für 50 Cent, da kann man nicht gar nichts dazu sagen. So, dann haben wir noch weitere Games. Dann
hat einer da gehabt und es war erstaunlich, dass es noch da lag. Sollte, ja, also im Endeffekt war man skeptisch, wie viel es kostet. Und da haben wir uns dann einfach gesagt, jo, fragen wir einfach. Und das war Destroy All Humans für die Xbox One. Hier jetzt nicht mit deutscher USK, weil sie kommt aus der Bundle-Edition. Die Bundle-Edition mit so einer großen Figur. Die Figur wollte der behalten, das Spiel brauchte der nicht. Somit hat er das auch noch sealed gelassen. Und wir haben 5 Euro bezahlt für das Spiel. Und dazu gab es noch diese Destroy All Humans Karten. So diese schönen Sammelkarten. Ich sag dazu jetzt nicht viel, weil sie sind ganz lustig. Hier so ein bisschen James Bond-Anspielung. Und ja, wie gesagt, die gab es dazu. Das ist aus dieser Special Edition. Ja, der Sohnemann wollte nur die Figur haben. Papa hat es gekauft. Das Spiel passte nicht, weil Xbox One hatte er nicht. Nur eine Switch. Und da hat er es dann auch für die Switch gekauft. Und das ging ja auch eigentlich. Ja, wie gesagt, Destroy All Humans. Bevor ich euch die letzten Games zeige, habe ich noch ein paar Hörspielkassetten gefunden an 2 Ständen. Beziehungsweise da gab es noch eine ganze Box dazu. Ich habe 3 Hörspielkassetten, ich nehme erstmal die, gefunden mit einer Box von MechWarrior-Figuren. Die zeige ich euch gleich. So Spielfiguren von so einem RPG, von so einem Rollenspiel. Ja, und der hatte auch noch Hörspielkassetten. Sollten dann jetzt ein Stück 1 Euro kosten, habe ich mitgenommen. Dragon Ball, ganz normal Volume 3 und 2 Sailor Moons, Nummer 24 und Nummer 22. Wie gesagt, je 1 Euro, da kann man nichts zu sagen. Ich habe noch 2 weitere Hörspielkassetten gefunden, die haben hier auch je 1 Euro gekostet. Die Figuren zeige ich gleich und da. Ja, wie gesagt, von Karussell hier, von dem einen wusste ich nicht mal, dass es da Einzelgeschichten gibt. Und zwar ist das hier die Folge 2 von Ben und Bianca. Ben und Bianca im Kaufhaus. Nie von gehört. Wusste ich überhaupt nicht, dass es die gibt. Und Feivel, der Mauswanderer und seine Freunde, Katzenmusik und das Geburtstagsgeschenk. Das ist von der TV-Serie. Es gab ja nicht nur 3 Kinofilme, beziehungsweise auf jeden Fall 2 Kinofilme. Der dritte, ich weiß nicht, ob er beim DVD oder Video damals kam. Und ansonsten gab es auch eine TV-Serie und das ist eben halt ein Hörspiel zur TV-Serie. Ja, Ben & Bianca hat mich am meisten überrascht. Wusste ich gar nicht, dass es das gab. Ich merke schon, ich muss nochmal zurückspulen. Auch mit schönen, ja, mit guten Sprechern, wenn ich das so richtig so raussehe. Ja, wie gesagt, kenne ich nicht. Freue ich mich aber auch, das zu hören. So, bevor ich euch die letzten, doch, ich zeige euch die Spiele. Dann gab es noch 3 Computerspiele, bevor ich euch jetzt die MechWarrior-Figuren so ein bisschen versuche zu zeigen. Die sind in dieser großen Box. Da werde ich wahrscheinlich eher ein Foto am Ende einblenden. Die sind noch nicht sauber, werde ich auch nicht so schnell sauber kriegen, bis ich das Video fertig habe. Sind noch ziemlich ein bisschen eingestaubt, aber trotzdem zeige ich euch so ein bisschen die Highlights daraus. Sind von 2 verschiedenen Fantasy-Serien. Aber gut, ich rede schon zu viel. 3 Spiele gab es noch bei einem, ja, der, so ein Halbhändler der Spiele privat und doch ein bisschen geschäftlich wirkte das schon, gekauft. Sollte ja unterschiedlich, ja, wie gesagt, 45 Euro alles zusammen erster Preis sein. Und zwar wollte er 30 für Gran Turismo 7. Das fehlt uns noch in der Sammlung für PlayStation 5. Na egal, gehe ich erstmal oben drauf. Fotos kommen noch gleich. Dann sollte ein 10er für Medieval, das ist ja das Remake des PlayStation 1 Spiel für die PlayStation 4. Da wollte ein 10er, wie gesagt, für haben. Und die, ja, UK-Fassung von Max Payne 3 für die 360. Alle in sehr gutem Zustand, wollten 5er für haben. Im Endeffekt haben wir 40 für alles zusammen bezahlt. Ja, das war jetzt sozusagen eine kleine schöne Ausbeute vom Flohmarkt. Und jetzt kommt noch so ein Schuhkarton. Ich zeige euch nur ein paar Sachen draus. Das ist, da sind MechWarrior-Figuren. Richtig cool.
auch, sind auch andere Figuren, wie jetzt so ein Drache oder so ein Dämon. Deswegen wissen wir nicht genau, zu welchen Serien es noch gehört. Auch ein Teil abgebrochen, hier sehe ich gerade wohl drin. Und hier ist noch so eine kleine Figur mit so eine kleine Star Wars Figur mit so einem kleinen R2-D2 aus Gummi. Auch noch drin. Eben halt ganz witzig. Aber wie dem auch sei, ich werde euch jetzt die hier nicht komplett rausnehmen aus dem Ganzen. Ich zeige euch das einmal mal so. Die ist recht voll. Hat einen Fünfer gekostet komplett. Und ja, dafür kann man es machen. Sind schöne Figuren dabei. Und die zeige ich euch jetzt gleich in einem Foto. Ansonsten, das war die kleine feine Flohmarktausbeute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe hier unten einen Like-Button. Ich hoffe, ihr drückt den. Ne, Daumen runter. Bitte dann auch nur, wenn ihr mir sagt, was ihr euch nicht gefallen hat. Wenn ihr etwas da nicht von euch nicht gefällt, dann nur dann dürft ihr disliken. Na egal. Ansonsten freue ich mich über alles, wo wir diskutieren können in den Kommentaren. Und ja, bis zum nächsten Mal.